Hi Leute, ja, ich bin Phil oder Fit Phil, IFBB Pro und ja, wir sind heute hier im Gold Gym in Herne. Wie ihr sehen könnt, und wir werden mal ein kleines Rückentraining abfilmen für euch. Heute mit dabei einer meiner Athleten, der Tom, frische 17 Jahre, noch ja, viel Potenzial, was wir da herausarbeiten können, aber er ist schon gut dabei und lasst euch mal überraschen, was wir heute hier zaubern. Easy, easy. Okay, fangen wir an. Nehmen wir mal ein bisschen Gewicht. Machen wir. Ja, heute werden wir so ein bisschen, wie gesagt, den Rücken auch im Fokus für die Rückendichte und Rückentiefe so rannehmen. Deswegen ist das Ganze auch sehr ruderlastig. Werdet ihr dann noch sehen. Also deswegen fangen wir auch hier mit dem Kabelzug an. Und ja, an den anderen Tagen haben wir dann auch mal einen zweiten Rückentag, wo es dann mehr darum geht, ein bisschen mehr was für die Breite zu tun, mit vielen Übungen, wie Latziehen, Klimmzüge etc. Aber heute geht es ein bisschen mehr darum, ein bisschen mehr Dichte, ein bisschen mehr Qualität von der Tiefe her reinzubekommen in den Rücken, und deswegen rudern wir heute mal. 5, 6, zwei noch, 7 und der letzte. Sehr schön. Weißt du Bescheid, wo wir hin müssen, ne? Das stimmt. Mit dir. Auf die 300 Kilo. Easy, easy. Puh. Machen wir jetzt. Schön. Versuch mal. Und Vollgas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zwei noch, komm. Sehr schön. Und ran. Nice. So, als zweite Übung haben wir jetzt das Langhantelrudern. Ich finde es immer ganz gut, wenn man erstmal isoliert rangeht, um schon mal den Muskel ein bisschen, ja, zu durchbluten, den Zielmuskel. Und jetzt bei der freien Übung hat man dann auch direkt ein besseres Gefühl. Ich finde es aber auch gut, wenn wir gleich ein bisschen schwerer rudern möchten, so auf 5 Wiederholungen, dass es noch relativ am Anfang ist. Man ist frisch, man ist noch konzentriert und der Muskel ist noch nicht ganz so überlastet. Deswegen als zweite Übung finde ich es eigentlich dann immer optimal. Mikro passen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwei noch, neun. Und sehr schön. Das ging noch. Das ging alles, ja. Wie viel wolltest du? Meine Gürtel probieren das. Gleiche Gewicht und ab. Schulterblätter nach hinten. 1, 2, 3, 4, Hälfte. 5, 6, zwei noch, 7 und der 8. Zieh.
Die Übung ist kacke. Oder? Ja, ist schon schwer. Für 6 lassen wir aber. Wiederholung, ne? Probier ich, ja. Machen. Mit Kurzhanteln diesmal, Kurzhantelrudern, aber wir achten mal beide drauf, dass wir weit mit dem Bewegungsradius nach vorne gehen mit dem Oberkörper, um so viel Range of Motion dann zu haben. Puh. Sechs Stück. Sechs Stück. Ordentlich. Kämpfen. 2, 3, 4, 5. Hoch damit. 6. Jetzt haben wir nochmal eine isolierte Übung. Auch nochmal Rudern am Kabelzug. Allerdings diesmal aus einem anderen Winkel. Wie ihr gleich sehen werdet, wenn wir ein bisschen weiter von oben ziehen, um einfach nochmal einen anderen Winkel zu haben, andere Muskelfasern zu treffen. Und ja, zeigen euch der Tom und ich, was wir hier so treiben. Puh. 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 Oh, shit. Oh. Genau. Hier, ne? Genau. Und schön nach vorne. 1. Genau so. 3. Hier will ich es haben. 3. 4. 5. 6. 7. 10. Ja. So, wir haben jetzt hier unsere letzte Rückenübung. Nochmal an der Maschine, auch wieder ein bisschen isolierter, allerdings im höheren Wiederholungsbereich, so um die 12 Wiederholungen. Einfach nur um ein bisschen Blut und die Aminosäure nochmal reinzupumpen. Und diese Zero-Maschine finde ich da persönlich super. Habe ich jetzt noch nicht in so vielen Gyms gesehen. Aber man kann sich halt hier aufstützen, festhalten und sich mehr auf den Muskel selbst konzentrieren, statt wie bei den Kurzhantelübungen noch die Spannung im Oberkörper zu halten. Ist gerade am Ende. Lassen die Kräfte auch ein bisschen nach, deswegen ist es dann schöner, wenn man sich komplett auf den Muskel konzentrieren kann.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, vier noch, neun, zehn, elf und so. Yes. Und 16. Ja, zum Abschluss machen wir jetzt noch eine Bizepsübung. Gerade haben wir ja schon Kurzhantel-Curls gemacht, auch noch ein bisschen schwerer. Jetzt einfach auch noch mal, um ein bisschen Blut in den Arm zu bekommen. 12 bis 15 Wiederholungen an der Maschine. Langsamer. Yes. Nice. Genauso. Wie schon angekündigt, ist der Tom 17 Jahre erst alt, aber schon, wie man sieht, gut an Muskulatur was aufgebaut, auch ganz alleine bisher. Wir arbeiten erst seit Februar zusammen und für den Herbst ist der erste Wettkampf dann angedacht, dass wir dann da mal die ersten Erfahrungen auf der Bühne sammeln. Wie man sieht, Beine sind schon da, aber der Rest darf auch noch mal gut und gerne wachsen. Arme sind auch schon gut ausgeprägt, aber Schulter, Brust, da arbeiten wir auf jeden Fall noch weiter dran. Das Posing, da arbeiten wir auch dran, aufbauen, stark bleiben, genau. Und ja, wir schauen mal, wie es nach der ersten Saison aussehen wird. Aber ich finde, der Junge hat gutes Potenzial. Vierteldrehung nach rechts. Beine zusammen. Rum. Und einmal nach vorne schauen. Ja, sehr gut. Rückenansicht.
aufbauen. Gerade beim Rückentraining haben wir auch darauf geachtet, dass ein bisschen mehr Tiefe und Qualität reinkommt. Von der Breite her ist der Tom gut aufgestellt, aber hier natürlich mit 17 Jahren hat man noch nicht so viele Trainingsjahre im Körper. Da kann noch mal einiges an Qualität reinkommen, deswegen gerade auch noch mal das schwere Rückentraining. Vierteldrehung nach rechts. Jetzt hier so. Genau. Nach hinten und nach vorne schauen. Sehr gut. Gut. Seitliche Brust. Das Bein hoch. Mehr, ne? Noch weiter hoch, ja. Auf den Fuß ballen. Genau. Und rein. Wie ihr seht, gehen wir auch die Bodybuilding-Posen durch. Also der Tom möchte in der Classic Bodybuilding-Klasse starten und bei den Junioren im Bodybuilding. Und ja, ich bin einfach der Meinung, die Beine müssen gezeigt werden. Deswegen kommt Men's Physik für mich nicht in Frage. Und er möchte das auch nicht. Doppelbizeps von hinten. Einen raus, genau. Von oben. Rein. Und raus. Ja, genauso. Sehr schön. Und abknicken. Ja. Und Latissimus. Beine zusammen. Aufmachen. Ja, schön. Druck hier in den Latt und nach oben schauen. Ja. Seitliche Trizeps. Das Bein nach vorne, den anderen raus, genau andersrum. Genau. Und hinten rum. Ja. Luft raus. Sehr schön. Ja, sehr schön. Nice. Und locker lassen. Ja, ich habe auch noch einen Wettkampf geplant und ja, ich werde euch gleich mal meine gedachte Kür dafür auch zeigen. Oh.